solches Material umzugehen. Also gut. Es gibt nur wenige Orte, an denen man meiner Art von Arbeit ohne Furcht vor Verfolgung nachgehen kann. Das Auge von Magnus. Diese Sache in Mortal war nur ein Missverständnis. Ganz gleich, was die Wachen behaupten. Vielleicht bleiben wir ja die nächsten paar Jahrzehnte. Vielleicht bleiben wir ja die nächsten paar Jahrzehnte. Ihr nehmt mich und mein Angebot beim Wort, was? Ach, wirklich? Ja, das ist ja putzig. Onmund hat zu viel Angst davor, selbst zu mir zu kommen und hat euch vorgeschickt. Ich will es euch ganz einfach machen. Bei mir gibt es keine Umtauschmöglichkeit. Das hat Onmund von Anfang an gewusst und er hat es trotzdem durchgezogen. Also gibt es nichts weiter zu sagen. Tja, wisst ihr, es ist mir herzlich egal, was für alle das Beste ist. Mich kümmert nur, was für mich am besten ist. Ich setze mein Gold auf die Kalia von mir, wenn ihr sie seht. Ja! Wirklich. Ich werde mich nicht zurückziehen. Cesargo hat er erwartet zu ernten. Ihr nehmt mich und mein Angebot beim Wort, was? Gut. Ich habe bereits ganz deutlich gesagt, dass es bei mir keine Umtauschmöglichkeit gibt. Wie hartnäckig ihr seid, das ist richtig rührend. Onmund gab schon auf, als ich das erste Mal Nein sagte. Aber ihr nicht. Na schön, ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Tun wir mal einen Moment lang so, als wollte eine gewisse Person einen ganz bestimmten Stab erwerben. Tun wir außerdem so, als hätte sie für den besagten Stab ein paar wertvolle Gegenstände eingetauscht. Und erst später kam der Gedanke auf, dass diese Person einen solchen Stab missbrauchen könnte. Das sich daraus ergebende Desaster würde ein schlechtes Licht auf alle Beteiligten werfen. Könnt ihr mir noch folgen? Ihr seid darin nicht sehr gut, oder? Hört zu, ich habe etwas gegen einen Stab eingetauscht und später festgestellt, dass das keine gute Idee war. Also möchte ich meinen Stab zurückhaben. Versteht ihr jetzt? Endlich sind wir uns einig. Ich freue mich darauf, ihn bald wieder zurückzubekommen. Je eher, desto besser, um genau zu sein. Warum seht ihr euch nicht einige meiner Waren an? Dann sehen wir ja, ob wir ins Geschäft kommen. Es ist zum Beispiel keine gute Idee, eure Kollegen an der Akademie absichtlich umzubringen. Davon würde ich euch abraten. Auch Diebstahl und Überfälle können euch in Schwierigkeiten bringen.
Ich bin Lua aus Garven. Wer seid ihr, dass ihr mich stört? Verschwindet, oder ihr werdet Teil meiner Armee der Toten. Erhebt euch aus euren Gräbern und tötet diesen Wurm!
Ich konnte ihn nicht auferstehen lassen, aber ich werde eine ganze Armee auferstehen lassen, um diese Schande zu rächen. Leiche verbrannt, bevor ich ihn auferstehen lassen konnte. Sie hätten sie mir bringen sollen. Ihr werdet mich nicht davon abhalten können, jene zu töten, die diesen sinnlosen Krieg führen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ah!
Sicherlich habt ihr euch gemerkt, wer euch wäre. Ich nehme an, ihr seid... Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Grüßt Kalia von mir, wenn ihr sie seht. Ich habe hier auch... Ich hätte nie gedacht, dass er es wirklich zurückgeben würde. Ich danke euch. Es ist gut zu wissen, dass ich auf euch zählen kann. Also gut?